Herr Rohing, wie hieß eigentlich Ihre erste? Also ich glaube, das sollte nicht heute Ihr Thema sein. Entschuldigung, ich meine natürlich Ihre erste Schreibmaschine. Also ich habe im Beruf nicht mehr mit einer Schreibmaschine angefangen. Ich weiß nicht, ob das Unterschied unseres Lebensalters ist, aber ich glaube, es lag eher daran, dass ich meine ersten Schritte im Ruhrgebiet gemacht habe und die Zeitungen der Watz-Gruppe, als ich angefangen habe, schon PCs waren. Noch diejenigen mit den grünen Buchstaben auf dem schwarzen Bildschirm, aber Tastatur geklimpert. Ich habe in der Redaktion, ich habe keine Redaktion mehr erlebt, wo es geklimpert hat. Also Sie wissen gar nicht, was Tippex ist? Nee. Meine erste hieß Gabriele. Und ich habe schwer mit, der gekämpft und am Anfang mehr X'e geschrieben als andere Buchstaben, weil man musste jeden Satzanfang genau überlegen, nicht wie heute, dass man einfach den Cursor zurückfährt und wieder aufs Neue. Das war ein Teil, aber das hat der Leser ja nicht gewusst. Für den Leser war die Zeitung immer viereckig gedruckt. Gut, die Frage ist ja, ob eben diese technischen Veränderungen, wie die Journalismus und wie die unser Angebot verändert haben über die Jahrzehnte. Ich glaube, dass man heute nicht mehr so viel nachdenken muss, bevor man losschreibt. Viele fangen einfach an, einen Satz zu formulieren. Damals musste man sich erstmal eine Strategie überlegen, einen roten Faden, wie man vorgegangen ist. Aber der Redakteur, der mich betreute, hat mir damals verboten, handschriftlich beim ersten Artikel mir so eine Art Agenda aufzuschreiben. Das müsse sich alles im Kopf abspielen. Das ist aber die These, dass früher alles viel sorgfältiger war. Bevor du einen Satz hingeschrieben hast, war das alles schon im Kopf gemeißelt. Meine Wahrnehmung ist, dass ich habe ja noch den Klebeumbruch mitbekommen. Ich habe zwar einen PC schon reingeschrieben, aber das, was wir gemacht haben, wussten wir nicht, was davon in der Zeitung erscheint. Das heißt, es wurde damals, als ich angefangen habe, auch hinten im Satz von hinten weggekürzt. Ja. Ich glaube, dass wir heute unter Qualitätsaspekten insofern ganz anders Zeitung machen, als wir bei den Geschichten von Anfang bis Ende bestimmen, wie groß die sind und dann auch wirklich die 100 Zeilen oder je nachdem, was wir uns geben, von Anfang bis Ende durchkomponieren. Mein Eindruck ist, und das bestätigt sich auch immer, wenn man in alte Zeitungsbände guckt, dass wir früher fast nur nachrichtliche Angebote hatten, das Wichtigste zuerst und das Unwichtige kommt hinten weg und dann können die wegschneiden. Ja, natürlich, das war so eine Zwischenkonjunktur. Ganz früher hat man einfach erzählt, chronologisch, weil man unendlich viel Platz hatte. Ich glaube nicht, dass heute irgendein Leser sagen würde, nimmt die Zeitung aus den 70er Jahren in die Hand, das war aber eine tolle Zeitung. Ich denke, dass alle Menschen, die mit uns ins 21. Jahrhundert gewachsen sind, dieses Angebot gar nicht mehr haben wollten. Deshalb stimmt aus meiner Sicht die These nicht, dass früher alles besser war. Bestimmt nicht bei der Zeitung. Unser Problem ist nur, dass, ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, das Problem besteht nur darin, dass unsere Leser ja nie das alte Exemplar nochmal kriegen. Eigentlich müssten wir eine 10 Jahre alte Zeitung nochmal an jedem Abonnenten zuschicken, um sichtbar zu machen, wahrnehmbar zu machen für die Leser, wie sich auch im Positiven unser journalistisches Angebot verändert hat. Das ist eine gute Idee. Noch besser wäre, wir würden denen eine Zeitung schicken, wie sie in 10 Jahren aussieht. Also ich bin skeptisch bei diesen Vorausblicken, wie unsere Zeitung in 10 Jahren aussieht. Erstens, weil wir in Zeiten leben, wo wir Veränderungsschritte haben, die sich eher in 2-Jahres-Schritten vollziehen. Und zweitens, weil alle Versuche, es hat es auch schon gegeben, dass andere Verlage gesagt haben, für eine Olympia-Bewerbung, jetzt machen wir mal eine Zeitung, wie sie in 10 Jahren ist. Ja. Die wird immer so sein, wie sie nicht in 10 Jahren ist. Und bezogen auf Zeitungen in 10 Jahren, glaube ich, dass das Wichtigste ist, es wird die Zeitung in Print noch genauso geben wie heute. Sonst würden wir ja keine Druckerei bauen, wenn wir davon nicht überzeugt wären. Ja, ich meine, überlegen Sie mal, wir investieren 100 Millionen gemeinsam mit dem Verlag des Darmstädter Echos, unsere Verlagsgruppe, in ein neues Druckhaus. Das können wir nicht für die nächsten 2 Jahre machen. Also es wird die Zeitung in Print weiterhin geben, sie wird sich weiterentwickeln, sie wird sich genau in den Dingen weiterentwickeln, die wir jetzt hier anstoßen. Mehr Hintergrund, mehr Analyse, mehr Einordnung. Weg von der Nachricht, die man eben heute schon sehr viel schneller aufnimmt. Sie muss mehr Mehrwert bieten, als sie heute schon bietet. Und zwar im Sinne von Service und Lebenshilfe, aber auch in der klassischen journalistischen Frage eine gute Reportage, eine opulente Aufbereitung. Also wir werden uns ein Stück stärker als Tageszeitungen auch, ich sag mal, zu so einem Erscheinungsbild und auch zu einem Themenkanon hin entwickeln, wie das heute Sonntagszeitungen zum Teil machen schon. Für mich erstaunlich ist, wir haben ja seinerzeit mit dem
Main-Rainer eine Figur gehabt, die als neue Marke im Internet Furore machen sollte. Und da kann man ja heute selbstkritisch sagen, das war nicht so. Aber seitdem unsere Tageszeitungen im Internet sind und seitdem sie so im Internet sind, wie wir sie vor 2 Jahren aufgesetzt haben, ist das ja eine Erfolgsgeschichte. Das heißt doch schlechthin, die Leute, die die Zeitung immer totreden wollen, haben Unrecht. Klar. Wenn ich tagsüber Nachrichten wissen will, gucke ich ins Internet. Aber ich vertraue doch nicht irgendeinem Anbieter namens Google oder Yahoo, sondern ich schaue bei den Kollegen vom Spiegel. Ich schaue, wenn es ums Lokale geht, natürlich bei uns nach. Wer soll das denn sonst besser wissen als meine Kollegen, die top informiert sind? Das ist ja keine Eigenwerbung. Da frage ich mal den Bürgermeister oder den Unternehmenschef, wie der handelt. Genau so tut er es auch. Ich nehme an, es hat was mit Vertrauen zu tun. Das kann ja nicht so schlimm und so schlecht sein, was der Kurier, was die AZ im Internet macht. Das sind ja dieselben Leute wie bei Print. Ja, deswegen haben wir ja die Strategie auch geändert. Das war absolut richtig, eben nicht zu sagen, es gibt einen neuen Vertriebskanal, jetzt erfinden wir dafür eine neue Marke, sondern es geht darum, das Vertrauen in die Marke, wie es bei der Kurier, Allgemeine Zeitung, Wormser Zeitung und so weiter, das Vertrauen in unsere Zeitungsmarken auf alle neuen Kanäle zu übertragen. Was mich ärgert, uns wird immer erzählt, aber ihr kriegt die Jugendlichen nicht mehr. Gut, das eine ist, bei Umfragen sagen die, wir lesen nicht mehr so viel Zeitung. Das heißt, nicht mehr so viel Zeitung wie früher. Tatsächlich, es gibt offenbar einen abnehmenden Trend. Aber jeder von uns, der mal in eine Grundschulklasse marschiert ist mit einem Packen Zeitung unterm Arm, erlebt doch die Euphorie, die da herrscht. Also es ist doch immer noch auch eine haptische Erfahrung, bis hin, dass wenn Jugendliche gefragt werden, welchem Medium vertraust du, wenn es wirklich ernst wird, dann wird uns doch auch erzählt, das ist die Zeitung. An der Stelle, also das sehe ich absolut so. Und ich glaube, ein Stück haben wir selber, sind wir selber daran schuld, weil diese technologischen Veränderungen ganz viel bewirken. Und die Zeitungen selber haben zum Teil mit dazu beigetragen, die Zeitung in die Krise zu reden. Wir haben überhaupt keine Krise des Journalismus. Der Satz hieß, wir haben eine Krise, weil wir dauernd drüber schreiben. Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir keine Krise des Journalismus, sondern wir haben vielleicht eine Krise der Vermarktung. Die jungen Leute sind über das Internet an umsonst gewöhnt. Das Gefühl ist da, für Nachrichten muss ich nicht mehr bezahlen. Dafür müssen wir Lösungen finden. Aber wir haben ja sowohl Sie als auch wir noch nie so viele Nutzer unserer journalistischen Inhalte gehabt, über die Reichweite in Print plus der Reichweite in Online. Ja. Das heißt, das, was wir journalistisch machen, erreicht wahrscheinlich heute mehr Leute als vor 20 Jahren. Werden die Leute jemals kapieren, dass Nachrichten Geld wert sind im Internet? Also bezogen auf die klassischen Internetangebote bestimmt nicht mehr nach meiner Ansicht, weil das ist in den letzten 10, 15 Jahren so festgebrannt und wenn Sie die jungen Leute fragen, es ist einfach die Erwartung, dass das umsonst ist. Wo wir die Chance haben, das ist das beim Thema Mobile, wenn wir anfangen, journalistische Inhalte auf ein persönliches Bedürfnis zuzuschneiden. Weil der User es gewohnt ist, für eine App zu bezahlen. Ja. Nicht nur, weil er es gewohnt ist, sondern weil wir da ja die Möglichkeit haben, ihm das persönlich zuzuschneiden. Er kann dann sagen, welche Teile, die wir produzieren, für ihn spannend sind und er kann es ja selber zusammenstellen. Und für diese neue Qualität, ich kann mir meine eigenen journalistischen Angebote aus dem, was die bieten, selber zusammenstellen. Da muss man und kann man versuchen, wieder Geld für zu bekommen. Oder bei dieser Tablet-Geschichte, dass sie eben Zeitung in einer ähnlichen Darstellungsform wie Print auf dem Tablet kriegen. Auch da kann man versuchen, das Ding sich selbst aktualisieren zu machen und auch da wieder Inhalte zu finanzieren. Das Modell, das Geschäftsmodell Zeitung und Anzeige, das wird es auch eine ganze Weile von Jahren noch geben. Nur müssen wir uns intensiv mit unseren Kunden, mit unseren Lesern beschäftigen. Ich sage mal das Stichwort Leserdialog. Natürlich, die alten Kollegen sagen, wieso Leserdialog? Ich kriege doch jede Woche 100 Leserbriefe, das ist doch ein prima Dialog und ich drucke auch ein Stück weit davon ab. Aber die neuen technologischen Möglichkeiten, auch das Denken vieler jüngerer User, Leser, Kunden, hat sich ja doch in gewaltiger Weise verändert. Die wollen ja mitreden. Die kaufen die Zeitungen und die sagen, ein Stück weit ist es auch meine Zeitung. Ob online oder auf Papier. Ich nehme das genauso wahr wie Sie, dass sich der Dialog mit dem Leser durch die neuen Dialogformen von online gewandelt hat. Auch unsere Haltung zu den Printlesern, weil wir einfach jetzt merken, wie wir auf Themen sofort Reaktionen bekommen,
Und das ändert einfach die Haltung. Und wir merken auch, das gilt übrigens für die Bürger an allen Stellen, die Bürger sind ja nicht nur uns gegenüber als Leser selbstbewusster geworden, sie sind an der Kasse selbstbewusster, ja, oder sie sind eben auch bei politischen Themen, wenn es gegen den Strich geht, ja, gegenüber der Verwaltung selbstbewusster. Und das schlägt in unsere Angebote schon durch. Ja, sind die genügend repräsentiert bei uns, frage ich mich manchmal. Also ich lese jetzt fast alle Leserbriefe durch, entscheide, welche Leserbriefe nicht erscheinen und handle mir natürlich da Kritik ein und muss ausführlich begründen, warum nicht. Wir kriegen auch immer wieder Beschwerden von Vereinen oder politischen Parteien, wenn im Internet Gerüchte verbreitet werden. Wir sind ja schon auf dem richtigen Weg, finde ich. Wir sollten nicht jeden ohne Konsequenzen im Internet kommentieren lassen. Da muss man auch bei der Zeitung irgendwann einen Riegel vorschieben. Ich bin ein Fan der Registrierung von Usern. Wenn wir das ernst meinen, dann muss das natürlich von der Machart her unterschiedlich, ja, sein. Also wenn wir online heute Journalismus machen, dann ist das nachrichtenorientierter, schneller, ja, während wir im Print nachher die ausgeruhte Bewertung fahren. Aber das Grundversprechen der Glaubwürdigkeit, das müssen wir auch in online transportieren. Das gilt also auch für die mitreden wollen. Ja, das gilt auch für die mitreden wollen, weil das passiert bei uns auf der Homepage. Und dieser erste Ansatz von allen Zeitungen, in online diskutiert man anonym. Ich glaube, da ist es richtig, dass wir uns als Zeitung daraus bewegen und wissen wollen und auch, dass unsere User wissen, da schreiben nur Leute, die registriert sind und die für das, was sie sagen, auch stehen und nicht einfach beleidigend da sich auslaufen. Das passt nicht zu uns und das kann woanders transportiert werden und nicht bei uns.